Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Flo wieder am Start, heute mit einem separaten Bonus-Upload und zwar zum Sonntag, wie immer, Legion SBC Grind, Freunde. Da gehen wir heute rein, Legion SBC Methode. Ich erkläre euch, wie funktioniert das Ganze und wir gehen vor allen Dingen alles durch. Gestern neu gekommen und zwar neuere Crafting-Upgrade-SBCs und ich zeige euch, wie könnt ihr, ja, quasi mit dem Step Nummer 1 Bronze-Pack-Methode von dahin bis eben zum Legion SBC Grind alles craften, heißt unendlich SBCs machen, unendlich Packs euch holen, unendlich Coins quasi im Endeffekt machen und das gehen wir heute on Detail durch. Bleibt also dran, wenn euch das interessiert und damit gehen wir rein. Abfahrt, let's go. Und wie immer, bevor es losgeht, vergesst nicht einen Daumen nach oben da zu lassen. 500 Likes auch heute. Wieder das Like-Ziel. Eskaliert mal ordentlich, Freunde. Wenn ihr also das Ganze feiert als Bonusvideo zu jedem Sonntag, dann eskaliert mal ordentlich. 500 Likes schaffen wir definitiv. Falls ihr neu sein solltet, lasst gerne auch kostenlos ein Abo da. Und auch gerne für den Algorithmus ein Kommentar hinterlassen. Dankeschön für euren Support und let's go ins Video. Ja, und damit starten wir rein ins Video. Bevor ihr jetzt reinschreibt, Moment, Flo, das ist doch absoluter Clickbait. Nein. Ich kann euch sagen, das ist definitiv kein Clickbait. Das Einzige, was ihr braucht, ist Zeit, ja. Und ihr müsst eben so, ja, im Endeffekt erstmal dieses Video, was ihr jetzt angeklickt habt, auch zu Ende schauen und mich auch erzählen lassen, ja. Also nicht jetzt direkt reinschreiben, das ist doch Clickbait, unendlich Packs, unendlich Craften, unendlich Coins. Flo, was ist denn da los? Nein. Also, ich kann euch zeigen, in jedem Video, es gibt schon mehrere Videos hier auf dem Channel in Bezug auf Legion SBC Grind, Legion SBC Methode, Bronze Pack Methode und so weiter und so fort. Da habe ich euch immer wieder gezeigt, dass es wirklich, wenn ihr euch ranhaltet, dass es wirklich funktioniert. Legion SBC Methode, da ist es wichtig, oder generell beim Craften ist es natürlich wichtig, nicht, dass ihr es einmal macht, nicht zweimal macht, nicht dreimal macht, sondern ihr müsst natürlich dann auch dranbleiben im Craften und eben weiter und weiter und weiter craften. Ich werde euch heute nochmal komplett durchführen, was wichtig ist bei diesen ganzen Methoden. Bleibt also bis zum Ende dran, Freunde, und danach könnt ihr gerne nochmal einen Kommentar verfassen. Aber, wie gesagt, wichtig für mich, am Anfang des Videos heute mal kurz zu sagen, Freunde, es funktioniert wirklich. Ich mache es doch schon wochenlang. Also, lasst uns reinstarten und anschauen, wie es funktioniert. Ja, und die Basis des Ganzen ist die Bronze-Pack-Methode. Das ist die Basis von allem, Freunde. Und jetzt liegt es eben daran, wie viele Coins habt ihr hier oben auf der Uhr beispielsweise und könnt dann je nachdem ein paar Schritte auch überspringen, wenn wir denn so wollen. Wir haben nämlich auch gestern die Premium-Bronze-Upgrade, die Premium-Silber-Upgrade bekommen. Die ist unendlich wiederholbar. Die erleichtert uns so ein bisschen das Craften. Wie das funktioniert, habe ich euch versprochen, zeige ich euch heute in dem Video. Und dann haben wir täglich wiederholbar, dreimal wiederholbar am Tag, da die tägliche Gold-Upgrade ist. SBC. So, da möchte ich euch heute durchführen, wie ihr mit Hilfe von diesen drei neuen SBCs, die eben gestern gekommen sind, für die nächsten 48 Tage sind die eben da, eben den Legion SBC Grind, beziehungsweise das generelle Craften eben machen könnt. Also, worum geht es, Freunde? Es geht eben darum, dass ihr euch konzentriert auf Legion SBCs. Die beiden Legion SBCs haben wir am Start, da habe ich schon oft gesagt, entweder macht ihr beide Legion SBCs parallel, ja, ihr könnt auch auf beide reingehen, ja, aber die in Anführungsstrichen besseren Rewards haben wir hier bei diesem Premium-Upgrade-gemischten Ligen-Geschichte. Und bei der Upgrade-gemischten Ligen haben wir eben quasi so lower-gerated Ligen. Auch wieder Libertadores Südamerikaner, dann haben wir Super League CSL, dann haben wir Saudi League Belgische Liga, MLS IFL. Die lasse ich persönlich, ich sag's bewusst, ich persönlich lasse sie aus. Und das liegt eben daran, dass ich dann diese Ligen, die jetzt hier quasi ich eben vorgelesen habe, die kann ich außen vor lassen und eben fürs Craften in andere SBCs, zeige ich euch gleich, eben nutzen. Das heißt, die packe ich mir raus aus den Favoriten. Ich konzentriere mich hier drauf, auf die Premium-Upgrade-gemischten Ligen-SBC. Und da haben wir eben Liga und Eredivisie. Wir haben Libertadores Südamerikaner, Bundesliga Serie A, Premier League, La Liga. Ja, und die mache ich ja halt quasi immer Rinse and Repeat. Immer und immer und immer wieder. Und hole mir dadurch eben diese 5 Packs, die wir hier quasi wie so ein Top-Partie-Modell quasi am Start haben. Und ihr seht schon auch wieder 2 Segmente ready. Wir machen die nächsten 2 gleich hier zusammen und dann fangen wir wieder von vorne an. Und wie das Ganze eben funktioniert, zeige ich euch gleich. Ja, ich habe es eben am Anfang des Videos gesagt. Die Basis, ja, die ganz grundsätzliche Basis dieses Craftens ist sozusagen die Bronze-Pack-Methode. Wenn ihr also noch nicht viele Coins habt, ja, und ich sage mal so 50.000 Münzen nur auf der Uhr habt beispielsweise, euer Verein auch nicht wirklich voll ist, dann würde ich euch erstmal grundsätzlich empfehlen, in die Bronze-Pack-Methode reinzugehen. Bronze-Pack-Methode, was hat es damit auf sich? Ihr geht rein und zwar eben zu klassischen Packs und dann geht ihr zu den Bronze-Packs, ja, und die 57 Münzen-Packs, die öffnet ihr eben immer und immer und immer wieder. Was könnt ihr dadurch machen? Ihr könnt zum einen Team of the Weeks ziehen, wenn Team of the Weeks in der Woche eben am Start sind, und das ist diese Woche der Fall beispielsweise, könnt ihr eben aus Bronze-Sets theoretisch auch Team of the Weeks ziehen und die, da wisst ihr ja, die sind teuer, zum Beispiel verkaufen. Das passiert natürlich nicht oft, aber es ist auf jeden Fall möglich, wissen auch viele nicht.
Da geht es darum, Spieler. Wie viele Spieler habt ihr im Verein oder im Verein und am Ende des Tages auch in den jeweiligen Packs? Die checkt ihr eben ab, was kosten die? Im Normalfall gehen die auf jeden Fall für 200 Coins weg. Ich biete nur nicht jeden auf der Transferliste an, weil ich Platz auf der Transferliste brauche. Um euch das jetzt mal kurz so durchzuführen. Wenn ihr separat, wie die Ballspec-Methode funktioniert, erklärt haben wollt, hier gibt es Videos auf dem Channel zu der Ballspec-Methode. Schaut euch die gerne an. Ich persönlich mache die Probevorträge, ich discard sie immer. Ihr könnt sie auch im Verein nutzen und müsst euch dadurch zum Beispiel auch keine Verträge mehr kaufen, falls ihr das noch macht. Ja, auch hier diese Stadion-Thema-Geschichte. Da wisst ihr irgendwann, was wert ist. Aber das will ich jetzt hier nicht anbieten für 200 Coins und packt die 4 Spieler rein in den Verein. Ich habe jetzt 4 neue Spieler im Verein. Einen drin für 750 Coins. Und jetzt denkt ihr, okay, du gibst 750 Coins aus und dann ist hier sowas am Start. Also ich meine, du machst doch gerade keine Coins. Stimmt, aktuell mache ich keine Coins, weil ich eben diese Spieler nutze, eben gleich im Craften. Ja, und hier kann natürlich irgendwann mal einer dabei sein, der viel kostet. Ich kann euch aber gleich auch zeigen, dass im Endeffekt jede Bronzekarte aktuell mindestens 200 Coins definitiv bringt. Zeige ich euch gleich, woran das liegt. So, den Rest discarde ich. Manager immer mal abchecken. Der beispielsweise wird jetzt hier 450 mal drauf geboten. Machen wir mal 400. Der wird für 400 definitiv weggehen. Haben wir direkt 400 Coins von den 750, die wir ausgegeben haben, eben am Start. Discarden für 176 Münzen. Bekommen da auch wieder Coins wieder. Und 3 Spieler, die wir vorher nicht im Verein haben, haben wir jetzt am Start. Liegen SBC-mäßig, haben die 3 Spieler jetzt nichts grundsätzlich damit zu tun, aber ich zeige euch natürlich gleich auch, wo wir Spieler, die nicht liegen SBC-relevant sind, eben anders nutzen können. Führe ich euch gleich natürlich durch. Gehen wir hier wieder rein in das Pack, auch hier wieder keiner wirklich liegen SBC-Spieler mit dabei, aber auch hier gehen wir dann immer kurz durch, was kosten die Spieler, wie viele sind auf der Transferliste drauf und da kann es natürlich hier und da einmal mal wieder sein, kommt eine Puzzle-SBC raus, gehen die hoch etc. pp. Den Rest discarde ich, nehme ich 145 Coins mit, der Rest kommt rein in den Verein. Der Vorteil dieser Methode ist, ihr habt auf einmal Spieler im Verein, die ihr eben nicht im Verein hattet. Ja? Und da kommen wir dann gleich noch zu. Jetzt haben wir hier Finnland mit einmal Irland, Schweiz und hier ist jetzt zum Beispiel Saudi League. Saudi League, wofür ist es relevant? Natürlich für diese eine Ligen-SBC, der wird für 200 jetzt relativ schnell weggehen. Könnte ich jetzt für 200 anbieten, ich behalte ihn aber im Verein. Den Rest discarde ich und, aha, wir haben Bronzepack for free. Auch das ist möglich, kann man aus dem Bronzepack ziehen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht 57 Coins ausgeben, sondern können eben direkt hier zum Bronzepack springen. Das Ganze ist am Start und gibt uns Deutschland, LM und einmal Hansa Rostock. Aber wie gesagt, ich habe die Bronzepack-Methode so oft jetzt hier schon angewendet. Ich würde sagen, oh, hier haben wir Bundesliga-Manager mit dabei. Ja, ich will euch jetzt nicht damit aufhalten mit der Bronzepack-Methode. Ich muss sie persönlich jetzt nicht so oft machen, aber ich wollte euch sagen, das ist die Basis. Das ist die Basis von allem. Ja, und wie gesagt, falls ihr da interessiert seid, geht da gerne rein. Das ist die Basis, weil wir eben dadurch den Verein füllen und was im Verein haben. Mit den Bronzespielern, die wir dann wiederum daraus ziehen, damit gehen wir dann rein in SBCs. Fangen wir auf der ganz rechten Seite an, da haben wir die eigenen SBCs. Ja, habe ich euch schon mehrfach gesagt, da haben wir eigene SBCs, heißt, wir gehen dann zum Beispiel rein zu Michael Ballack, gehen hier in das erste Segment bei den eigenen SBCs immer und packen hier seltene Spieler, genau 11 rein und holen uns da schon mal die eine SBC, die wir abschließen können. Die können wir dann eben, wir müssen nicht auf den Transfermarkt gehen, sondern wir gehen auf Bronze selten, wir gucken uns an, wer ist da am Start. Im Idealfall geht er erstmal auf Untradable, niedrig hoch. Und nutze erstmal die, wenn sie nicht Ligen-SBC-relevant sind. Major League Soccer brauche ich nicht. Französische erste Liga brauche ich tendenziell. Italische erste auch. Belgische kann ich noch abgeben. Und englische brauche ich auch. Also die 3 lasse ich jetzt untradable drin. Und der Rest kann, wie gesagt, von mir aus tradable sein. Machen wir niedrig hoch. Okay, englische dritte brauchen wir nicht. Chinesische brauchen wir nicht. Und ja, im Endeffekt auch hier Schaffran nicht. Australien, zack, Irland, Ukraine brauchen wir alles nicht. Und dann Dänemark brauchen wir auch nicht, Norwegen brauchen wir nicht und hier auch die österreichische Bundesliga nicht. So, und ihr seht jetzt, ich habe jetzt quasi diese SBC aus meinem Verein selber gemacht. Musste nicht auf den Transfermarkt gehen, grundsätzlich nichts ausgeben, sondern die Basis-Bronze-Pack-Methode. Das Punkt Nummer 1, ja. Ihr könnt aber jetzt auch hingehen und sagen, ey, Moment, die sind ja alle tradable größtenteils. Ich gehe jetzt hin, mache Preisvergleich und biete jetzt alle für 200 Coins an. Könnt ihr auch machen, Freunde. Und apropos 200 Coins, ihr meint, ich zeige euch jetzt, was ich am Start habe.
Guckt euch die Seiten an. Guckt euch die Seiten an. Ja, ich habe seitenweise Bronze, seltene Bronzespieler. Das geht hier die ganze Zeit weiter. Ihr könnt es auch verkaufen. Und da sind wir dann bei dem Punkt Coins. Ja, ihr könnt auch sagen, Moment, also ich habe jetzt schon alle seltenen Bronzespieler oder alle Segmente hier ready. Ne, ich habe jetzt hier in dem Fall jetzt hier Ballack gemacht. Und wir haben jetzt aktuell, wir gucken gleich mal drauf, das Silberpack hilft uns gleich auch weiter. Und einen Moment, wir gehen zurück. Also wir haben jetzt aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, also bei ihm habe ich schon gemacht hier den Segment bei Stoikov. Aber im Endeffekt 8, wenn ich die jetzt gemacht habe, ja, das sind 8 mal 11 Bronzespieler, die ich abgebe. Und den Rest der Bronzespieler könnte ich theoretisch verkaufen. Der ein oder andere bronzeseltene Spieler ist auch vielleicht liegen SBC relevant, ist ein bisschen teurer als 200 Coins und nimmt dann die Coins auf jeden Fall definitiv mit. Also es werden nicht alle 200 Coins kosten, da wird der ein oder andere dabei sein, der definitiv auch teurer ist. Ich wollte es jetzt nur grundsätzlich mal sagen, ihr könnt die für mindestens 200 Coins eben dann auch wieder verkaufen und natürlich eure Coins eben dann auch wieder erhöhen, euren Coinsstand, und das ist das Schöne. Aber wir haben diese SBCs, da sind Bronzespieler relevant und deshalb verkaufen sich auch Bronzespieler. Kommen wir zu den Challenges. Ja, auch hier, UEFA Top-Spieler SBC, Freunde, könnt ihr Coins machen, Top-Partien SBC. Auch da sind Bronzespieler relevant. Auch dadurch könnt ihr eure Bronzespieler, die euch durch die Bronze-Back-Methode reinholt, könnt ihr eben da verkaufen bei den Challenges. Dann haben wir Upgrades, da sind wie gesagt jetzt neue mit am Start und da haben wir jetzt auch seit gestern neu eben diese Crafting-Upgrade. Auch diese SBC, diese Crafting-SBC könnt ihr durchs Craften allgemein eben craften, weil da braucht man natürlich 11 Goldspieler und eben, ihr seht es, 99 Mal, kann man es jetzt noch wiederholen, 100 Mal insgesamt innerhalb von 19 Tagen. Also nicht unendlich Zeit, sondern eben 19 Tage, da läuft die SBC ab. Aber auch das könnt ihr parallel zum liegen SBC Grind und zum Craften eben machen. Die Premium-Dinger gehe ich gleich drauf ein. Und dann haben wir natürlich Profis. Auch da könnt ihr natürlich im Verlauf, ich habe es euch in den letzten Videos auch schon gezeigt, Liegen-SBC-Methode. Wenn ihr natürlich dann Walkouts zieht aus den Packs, High-Rated-SBC-Futter, 83er, 84er, 85er, sowas in die Richtung, dann könnt ihr natürlich reingehen auch in die SBCs. Ja, ob es am Ende des Tages ein Skrinja ist, ob es eine andere SBC ist. Ihr seht jetzt hier, ich habe 2 von 3 Segmente bei Depay damit ready gemacht. Ich habe jetzt hier Romero, Kangin Lee angefangen. Warum habe ich die angefangen? Weil wir einfach Low-Rated-Squads haben. 83er Grader Squad. Ich wusste nicht, wo ich ihn sonst reinpacken kann. Also Romero angefangen, genauso wie Kangin Lee. Da haben wir ein Segment gemacht, 83er Grader Squad. Bevor ich das discarde, meine Duplikate untradable, habe ich sie da beispielsweise reingepackt. Also natürlich könnt ihr auch eben das Futter, was ihr da zieht, eben nutzen, um eben Spieler-SBCs zu machen. Und ihr seht, ja, wir haben die schon angefangen, beispielsweise Aubameyang werden wir noch machen, aber ich habe damit eben unter anderem auch schon Frankie de Jong gemacht, beispielsweise, der noch 5 Tage geht, Martinez, Würz und auch Fair beispielsweise. Also da sind auch teilweise Low-Rated-Squads mit dabei und so könnt ihr eben unendlich SBCs machen. Kommen wir aber jetzt zu den SBCs, die gestern neu rausgekommen sind, und das ist zum Anfang erstmal hier diese technische Gold-Upgrade-SBC. So, wir bekommen hier, und zwar durch ein Bronze-Challenge und eine Silber-Challenge, die wir abschließen müssen, eben diese Goldspieler, dieses Goldspieler-Pack. Dieses Goldspieler-Pack kann man bei Craft natürlich gerade auch für den League SBC-Grind nutzen, aber, und da sind wir dann wieder bei der Bronze-Pack-Methode, die eben relevant ist, ist eben hier auch wieder, ihr braucht Bronze-Spieler, denn genau Bronze-Spieler müssen wir hier abgeben, und was hat das zur Folge? Ja, auf dem Markt sind auch Bronze-Spieler gut zu verkaufen. Also, was machen wir? Wir gehen rein in die SBC, Bronze häufig. Ich glaube, Untrade habe ich schon alle weg, so sieht's aus. Niedrig, hoch, und dann packen wir rein, was wir nicht für den liegen SBC brauchen, und packen es hier rein. Heißt, Saudi League brauche ich nicht. Englische zweite Liga brauche ich nicht. Dann Schweiz brauche ich nicht. Indien brauche ich nicht. Schweiz auch hier unten. Englische dritte Liga brauche ich nicht. Schweiz brauche ich auch nicht. Englische dritte Liga brauche ich auch nicht. Ja. Und hier SPFL brauche ich auch nicht. Und österreichische Liga brauche ich auch nicht. Kann alles weg. Also wir packen jetzt 11 Non-Rare Bronzespieler. Packen wir hier rein in die SBC. Holen uns ein Bronze-Profi-Pack in klein. Ihr seht also, was ich jetzt am Anfang gemacht habe. Bronzespieler eben nicht verkauft für 200 Coins, weil ich sie hier für diese SBC nutzen will. Ja? Und wir bekommen hier ein Pack mit 6 Bronzespielern und einer davon ist selten. Ihr seht schon, was ist das Prinzip dieser Geschichte? Ihr seht, zum einen können wir jetzt hier ein Team of the Week wieder draus ziehen. Ja, wenn in den jeweiligen Wochen, ist ja jetzt fast länger da, immer dann Team of the Week auch quasi Bronze Base Karte ist. Aber wir checken jetzt natürlich, weil das ein Tradable Pack ist, erstmal alle Spieler ab. Wir haben jetzt hier zum Beispiel,
ja, nicht so viele Spieler zwar drin, aber ihr seht hier wunderbarerweise einen DWF-Fiddling SBC Grandals, können hier den 59er ZDM beispielsweise, ja. Den Rest werden wir natürlich richtig wofür nutzen, eben für das nächste gleich Gold-Upgrade-Pack. Wir packen alles rein in den Verein und natürlich könnt ihr jetzt auch sagen, ey Moment, der Seltene wird safe weggehen und auch die Non-Rares für 200. Ich packe meine Transferliste voll, aber wie gesagt, ich will sie nicht überfüllen. Silber-Profi-Pack in klein, nehmen wir noch gerade mit von der Ballack-SBC. Auch hier natürlich weitere Spieler, die uns eben beim Craften weiterhelfen mit drinne. So, und ihr seht auch hier wieder ein paar Ligen-SBC-relevant, ja. Belgische Liga mache ich jetzt persönlich nicht, aber der ist quasi Ligen-SBC-relevant. Der wird für 200 mindestens weggehen. Ich packe erstmal alles rein in den Verein, weil ich es halt fürs Craften eher nutzen will, bevor ich jetzt meine Coins oder oben wieder voll mache. Ich habe genug Coins, ja. Ich muss jetzt auf die Coins nicht so einen speziellen Wert legen, aber das ist, wie gesagt, von Konto zu Konto unterschiedlich, je nachdem, auf welchem Stand ihr da eben seid. Dann haben wir die Silber-Challenge. Das sind wir dann bei den Silberspielern, die ich auch hier gerne lieber nutze. Genau, Silberspieler müssen wir eben hier beim zweiten Segment abgeben, ja. Und da gehen wir also wieder rein. Häufig natürlich nicht die seltenen abgeben. Untradable checken wir erstmal ab. Und das englische dritte. Rumänische, belgische brauche ich nicht. SPFL. Dann aber wieder SPSL. Norwegen, spanische zweite, chinesische. Alle untrade. Und dann haben wir untrade noch die Major League Soccer, auch die brauche ich nicht. Jetzt haben wir hier zwei französische Erstligaspieler, brauche ich natürlich für den Grind und englische zweite brauche ich auch nicht. Also ihr seht wieder 11 Non-Rare, wohlgemerkt diesmal Non-Rare und auch untauschbar, untradable Spieler, die ich abgebe und sowieso nicht hätte gebrauchen können bei dieser Silber-Profi-Challenge oder Silber-Challenge und haben damit das erste tägliche Gold-Upgrade ready gemacht. Dafür bekommen wir 11 Gold-Profis, ja, wo wir natürlich jetzt hoffen, dass da Special-Karten drin sind zur Radioactive-Promo. Das wir hoffen natürlich, dass da eben was Gutes drin ist, SBC-Futter oder eben am Ende des Tages, was uns beim Craften weiterhilft. Ja, machen wir erstmal das Silber-Profi-Pack auf, das ist natürlich immer wunderbar tradable. Auch da können natürlich Special-Karten wie Team of Tweak beispielsweise drin sein, Special-Karten, wenn die Base-Karte denn, wie gesagt, passend ist. Aber hier seht ihr jetzt beispielsweise, ja, spanische erste brauchen wir nachher zum Grind. Niederländische theoretisch brauchen wir auch zum Grind. Checkt da einfach ab, wer ist teuer. Wenn ihr Coins braucht, verkauft sie und sonst einfach reinpacken in den Verein fürs Craften. 11 Gold-Profi-Pack gibt uns. Aha, ist das jetzt, ah ne, ist das nicht Aubameyang? Das wäre jetzt natürlich witzig gewesen. Ist aus der Major League Soccer. Und ja, ihr seht auch hier wieder. Ja, Ligen-SBC-Grind, 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 Ligen-SBC-Grind brauche ich. Ligen-SBC-Grind, Ligen-SBC-Grind, der jetzt nicht. Ligen-SBC-Grind aber auch er, ja. Und das ist genau das, was ich meine. Dieses Pack hilft euch natürlich auch immens weiter. Eben dann beim Ligen-SBC-Grind. Ja, ihr seht jetzt hier England zum einen und wir haben hier eben Pharaoni aus der Serie A. Wenn ich jetzt die zwei Segmente noch nicht ready hätte, könnte ich die jetzt zum Beispiel wieder reinpacken in den Grind. Oder, was ich eben jetzt machen könnte, Pharaoni und Target eben nicht discarden. Was mache ich mit denen? Richtig, ich gehe hier einmal später hinzuweisen, gehe in der SBC und pack sie eben jetzt. Jetzt haben wir heute Sonntag, morgen kommen neue Upgrade-SBCs, dann natürlich in Upgrade-SBCs packen und pack sie eben in eine Upgrade-Squad-Building-Challenge. Ja, das ist eben auch eine Möglichkeit. Das heißt, in dem Fall können wir jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, wir gehen zu den Upgrades und wir sagen jetzt, wir gehen jetzt ins ganz normale Gold-Upgrade zum Beispiel rein, weil es einfach gerade da ist. Und packen da jetzt diese beiden Kompagnons rein. Ja, und dann gehen wir wieder auf Untradable, niedrig hoch und nutzen dann natürlich auch wieder Goldspieler, die wir eben für den Grind, für den Ligen-SBC-Grind eben nicht brauchen. Heißt Major League Soccer. Wir brauchen hier den aus der ungarischen Liga nicht. Türkische Liga, belgische Liga brauchen wir nicht. Türkische Liga auch hier wieder am Start. Gehen wir ein Segment runter, haben wir hier was. Portugal, ja, brauchen wir nicht. USA, erste Liga, brauchen wir nicht. Spanien, brauchen wir nicht von den Frauen. Englische zweite, brauchen wir auch nicht. Und dann haben wir das Ganze auch schon wieder komplett voll. Und ihr seht, im Tor haben wir einmal hier das Duplikat und das Rechtsverteidiger, das zweite Duplikat und holen uns die zwei seltene. Wie gesagt, das ist kein Muss. Ihr könnt auch schnell discarden, je nachdem, wie viel Zeit ihr eben da mitbringt. Aber ihr könnt natürlich auch No Man Left Behind machen und sagen, okay, ich benutze alle meine Untradables Duplikate, die ich am Start habe und packe sie eben lieber in der SBC, hole mir eben das nächste Pack, bevor ich sie discarde. Und quasi in Anführungsstriche sie verbrauchen. Gut, jetzt waren es nur zwei, hätte man auch discarden können, wenn es ein oder zwei Duplikate sind. Aber wir haben jetzt hier Frankreich, was ZM, sonst wäre es Griezmann gewesen. Es war Lemar und da haben wir jetzt einen Trail
Lemar könnte man jetzt wieder in der SPC gebrauchen. Guckt, was habt ihr auf der Transferliste. Auch hier vielleicht ein bisschen was. 83er zum Beispiel mit 82ern. Könnte fast schon 83er Raiders Squad sein. Ich werde jetzt mal Lemar einfach so discarden. Aber ihr wisst, oder habt jetzt mal verstanden, so prinzipmäßig zumindest, worum es eben bei dieser Geschichte geht. Was ich auch am Anfang schon gesagt habe dieses Videos, ist die Tatsache, dass ihr diese neuen Upgrades natürlich nicht unbedingt braucht, ja. Also ich müsste da jetzt nicht unbedingt reingehen, aber je nachdem eben, wie viel Coins ihr oben auf der Uhr habt und wie viele Spieler allgemein ihr im Verein habt, wenn das wenig sind, wenig Coins oder wenig Spieler im Verein, dann könnt ihr definitiv darüber eben mit dem Anfang dieser Bronzeback-Methode definitiv das Ganze craften. Denn wir haben unendlich wiederholbar diese beiden SBCs auch am Start. Und ihr seht es hier, häufiges Goldpack. Untradable gibt es da zurück von 5 häufigen Goldspielern für eben ein Silber-Upgrade. Ja? Also hier dann genau Silberspieler abgeben oder auf der anderen Seite Premium-Bronze-Upgrade. Da können wir eben dann unsere Bronze-Spieler, die wir aus der Bronzeback-Methode eben gezogen haben und die nicht niedrigen SBC relevant sind, hier reinknallen und eben dadurch dann uns ein häufiges Silberpack eben holen, womit wir dann wiederum mit diesen häufigen Silberspielern eben in diese Premium Silber Upgrade Geschichte gehen, um uns dann am Ende des Tages eben Goldspieler zu holen, die uns dann wieder beim League SBC Grind / SBCs weiterhelfen. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder ihr geht erstmal mit den Goldhäufigen dann eben hier in die, nein, jetzt haben wir jetzt nicht hier am Start, in die, wo haben wir sie? Bei den Upgrades, in die Gold-Upgrade-SBC, beziehungsweise, ich habe es eben schon erwähnt, in die morgen vielleicht Player-Pick, ja, andere Upgrade-SBC, also Montag der immer Crafting-Upgrade-SBC-Time, da müsst ihr gucken, einfach welche SBC kommt, ein 8-Plus-Doppel-Upgrade, 8-Plus-Doppel-Upgrade-SBC, das kommt auch immer darauf an, was für eine SBC kommt, das werden wir dann alles morgen im Abendvideo besprechen. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem League SBC Grind, Freunde. Ihr wisst, das war jetzt die grundsätzliche Basis. Ich werde euch gleich noch 2, 3 weitere Tipps diesbezüglich geben. Bevor wir das aber machen und raus aus den SBCs in Ziele und KKG gehen, gehen wir jetzt erstmal hier zu den League SBC. Denn ich habe da was vorbereitet, und zwar Libertadores Südamericana. Das dritte Segment, die dritte SBC, habe ich mir schon mal für euch ausgefüllt. Und hier auch alles aus dem Verein gehabt. Wir gehen wieder durch. Also, Erstblitzer tauschbar. Also, ihr seht jetzt wirklich nichts gekauft davon. Ortiz, ja, Leiva, Erstbesitzer, auch Erstbesitzer. Sagredo, Armani ist Erstbesitzer, genauso wie Braida. Quispe haben wir Erstbesitzer, Fernandes ist Erstbesitzer, Pinateres ist Erstbesitzer, Alvarado ist Erstbesitzer, Mena ist Erstbesitzer, Castro ist Erstbesitzer und dann sind wir wieder bei Ortiz. Also alles Erstbesitzer, 74er Great in Squad. Wir brauchen mindestens 3 seltene, haben wir 5, mindestens 3 Gold haben wir 5 und maximal eben einen aus einem Verein. Auch das ist gegeben und nur 10 Teamspiele. 14 haben wir geschafft, Freunde, und auch hier wieder alles aus dem Verein durchs Craften eben fertig gemacht und dadurch ein weiteres Pack im Store, was wir öffnen können, das Prime Electrum Profi Pack. Und dadurch ziehen wir jetzt hier England, Rechtsverteidiger und von Chelsea. Jetzt die Frage, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Es ist James tatsächlich, okay. Und ja, ihr seht auch hier wieder weitere Spieler, die wir dann eben gleich im weiteren Ligen SBC Grind nutzen können. Spanische, deutsche Liga, italienische Liga. Ihr seht also, und auch der Rest, ja. Zum Beispiel jetzt hier. Silberkarten, die wir dann eben in diese Crafting-SBCs beispielsweise packen können, / Top-Partien, / für Top-Spieler-SBC, die vielleicht auch diese Woche dann wieder kommt. Also ihr seht, rundum, es ist wirklich simpel, ja. Castellanos beispielsweise jetzt und auch James könnte man jetzt in SBCs nutzen, ist jetzt die Frage, 84er James könnte man wirklich jetzt ratingmäßig nutzen. Und ich würde fast schon sagen, also wir discarden jetzt ihn und wir gucken mal, was wir mit 84er James anstellen könnten und gucken dann jetzt einfach mal bei den Profis zum Beispiel rein. Also Skinny haben wir gestern besprochen, 85er und 86er, vielleicht so ein bisschen overpriced, ja, over the top. Das Problem ist aktuell, dass wir bei vielen dieser SBCs ein Team of the Week brauchen. Ich persönlich will erstens kein Team of the Week kaufen und Coins ausgeben und deshalb sehe ich da auch nicht ein, dann in solche SBCs reinzugehen. Es kostet ja eigentlich diese. Hier ist auch ein Team of the Week. 83er, aber Team of the Week Rapinoe. 84er und 85er. Und dann haben wir Korea. Ich glaube, hier war auch ein Team of the Week drin. Auch ein Team of the Week. Eieiei. Und Aubameyang, wie sieht es bei dir aus? Team of the Week hier. Und ein 85er, vielleicht der 85er. Können wir gleich mal reingucken. Und dann haben wir hier diese kleinen Grundlagen-SBCs. Ah ja, hier ist ein 84er Guaya Squad. Komm, das könnte doch passen.
Dann machen wir doch mal hier gerade James rein von Chelsea. Und dann haben wir schon mal den ersten 84er drin. So, 86 höher, das ist die Frage, wen nehmen wir? Machen Gold, machen Untrade, machen niedrig hoch. Nicht Moment, Untrade nur. Und so mich. Und das ist natürlich die Frage. Wen nimmt man jetzt? Wen wollen wir nehmen? Da können wir jetzt zum Beispiel einfach mal einen Kroos nehmen, sieht man häufig. 86er gerated. Und dann müssen wir auch dementsprechend nicht mehr so viele 84er reinpacken. Einen haben wir jetzt drin. Und dann können wir jetzt zum Beispiel Müller nehmen. Da können wir gerne auch Thiago Silva nehmen. Und ja, Lobotka zieht man häufig, können wir auch nehmen. Ginter zum Beispiel, Debritz können wir nehmen. Und dann können wir mal gucken, wie viel 83er wir unterkriegen. Gelten, Zielinski, hier die Frau beispielsweise, warum nicht? Und dann können wir mal gucken, vielleicht ein paar 82er, die wir noch reingequetscht bekommen. Und es sind halt einfach, das ist das Schöne, ja, man hat durch diese Methode dann einfach den Verein voll. Man hat den Verein voll. Ich bekomme auch so oft die Frage in die Kommentare, ey Flo, du machst jede SBC, wo hast du das ganze Futter her? Und meine Antwort ist immer, Freunde der Sonne, ich glaube, ihr habt noch nie was von Ligen SBC Grind gehört. Geht in den Ligen SBC Grind, ja. Und dann sagen sie, was, bitte was? Ja, ich sage, Ligen SBC Grind mache ich, das ist alles, ja. Und hier zum Beispiel die Teamgrundlagen SBC Van de Sanden. Eben durch diesen Grind wunderbar ready gemacht. Ja? So einfach geht das Ganze. Und wir haben jetzt eben unseren James nicht unnötigerweise discarded, sondern eben genutzt in einer von den SBCs. Und das ist eben das Schöne, ja, dass wir eben die SBCs dadurch eben dann auch, je nachdem, es hätte ja jetzt auch ein Kimmich-Duplikat sein können, Kroos-Duplikat, je nachdem, was halt für ein High-Rated-Duplikat ist, eben dann auch nutzen können in jeweiligen SBCs. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Team of the Week ziehe, ja, gehe ich in eine von diesen Team of the Week SBCs, zum Beispiel Aubameyang, wo wir hier bei der 82er Gwen, ist ja auch sehr, sehr low-rated vom Rating her grundsätzlich, aber gehe ich dann direkt rein in die Aubameyang SBC, die noch 12 Tage da ist, ja. Und das ist das Schöne, man kann eben parallel dazu im Endeffekt eben, ja, die SBCs, die da sind, eben auf ganz entspannter Basis machen. Ja, und dann machen wir mal weiter mit eben der Ligue 1 und Eredivisie SBC. Ja, da habe ich euch gesagt, da favorisiere ich tatsächlich die Ligue 1 und gehe eigentlich gar nicht so rein in die Eredivisie in den letzten Videos. Wir können ja jetzt beispielsweise mal in die Eredivisie gehen und mal die Vereine durchchecken, wen wir da alles so am Start haben. Wir gehen dann immer einfach jeden Verein durch und ihr seht auch eigentlich, je nachdem haben wir gar nicht so viele im Verein. Zwei jetzt hier am Start. Einen haben wir gar nicht so viele in den jeweiligen Vereinen am Start. Liegt aber auch daran, dass ich fürs Craften generell dann auch die holländische Liga nutze. Und deshalb bin ich da bei der Eredivisie persönlich raus. Ich gehe halt lieber in die Liga und checke dann ab, okay, von welchem Verein habe ich sozusagen am meisten. Muss ich welche dazu kaufen? Und dann gehen wir das Ganze eben durch. Dazu werde ich gleich auch noch was sagen zu dem Dazukaufen. 4 haben wir bei Lille, 4 auch bei Nizza sah nicht schlecht aus. Nizza haben wir einige. Hallo? Ah, jetzt, okay. 3 hier. Marseille ist auch immer gut mit dabei. Und gehe ich mal in PSG rein. Könnte fast schon... Ja... Könnte fast schon aufgehen. Könnte fast schon aufgehen, PSG. Ja, ist dabei. Gucken wir mal weiter. Und hier auch wieder 5 mit dabei. Also ich glaube, wir versuchen es mal mit PSG. Ich habe mit PSG noch nie probiert, aber da sind immer so viele so schnell wieder mit am Start. Und wir gucken einfach mal, ich weiß es persönlich auch noch nicht, was so ein PSG-Spieler dann am Ende des Tages kostet. Ich meine, wir können jetzt hier Ugarte abgeben, Pereira, ich glaube, die Hälfte davon haben wir tatsächlich auf der Transferliste auch. Kimpembe, weiß ich jetzt nicht, ob wir den abgeben sollen. Kimpembe, wenn da eine Evolution-Geschichte kommt, zum Beispiel zu ihm. Aber am Ende des Tages ist es nur 82er, ne? Also können wir den echt abgeben. Wir ziehen ihn ja auch nicht gerade selten. Man zieht ihn jetzt schon relativ häufig. So, Teamspiel haben wir eh schon jetzt beisammen. Aber ihr könnt natürlich positionsgetreu erstmal alles anpassen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ja, je nachdem, wie ihr halt lustig seid. Das dann anpassen. So, einer fehlt uns aber jetzt hier noch von PSG. Und da gucken wir doch mal, wen wir da so als möglichen Einkaufskandidaten haben. Gehen also rein zu PSG.
Und da sehen wir schon einige Kandidaten, die sogar dann auch relativ wenig kosten. Mokiele haben wir, Vitinha haben wir noch nicht. Also gehen wir, Ekitike wäre auch mit dabei gewesen. Ekitike, auch eine Option. Aber dann nehmen wir doch eben Vitinha und ja, geben das Ganze eben ab. Jumbo Goldpack, es muss nun 68er Greater Squad sein. Jumbo Goldpack und damit eben die komplette Ligen SBC ready gemacht. Das ist das schöne Premium Upgrade gemischt. Ligen SBC abgeschlossen und eben Prime Gold Profi Pack jetzt wieder geöffnet. Und jetzt ist alles wieder frei, eben mit den SBCs. Und das ist eben das Schöne an diesem Ligen SBC Grind. Ich zeige euch gleich auch noch, wie es gestern im Stream lief. Sah kurz nach einem weißen Flair aus. Dann zeige ich euch gleich auch, wie es gestern im Stream lief. Da haben wir nämlich die Ligen SBC auch gemacht. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel Rodriguez, den wir gleich für den Ligen SBC Grind nutzen. Und auch hier wieder. Viele Spieler, deutsche Liga, ja, spanische, englische, die wir dann gleich nutzen können. Wieder viele Verbrauchsobjekte. Wappen, KKG und McTominay darf auch nicht fehlen. Und der kommt erstmal rauf auf die Transferliste. So nutzen wir natürlich gleich auch den Craft im Grinden. Prime Gold Profi Pack dann auch wieder mit am Start. Und jetzt hatte ich fast schon Hakimi gesagt. Es wird 82er Nesiri. So, hier haben wir auch wieder Goldspieler, den wir gleich nutzen werden bei der Libertadores-Aufgabe. Der wird uns definitiv weiterhelfen. Sehr, sehr nice. Und auch hier wieder weitere Ligen-SBC-Spieler, die wir nutzen können. Und jetzt gucken wir mal rein. Also, die kommen auf die Transferliste. Aber Nesiri, Endo können wir schon nutzen. Und Ilaramendi. Und dann gehen wir eben raus aus der SBC. Denn Endo und Nesiri, das sind natürlich direkt zwei Kandidaten, die wir jetzt eben hier bei dieser Premium-Geschichte bei Premier League La Liga direkt nutzen können. Das heißt, wir gehen jetzt rauf in diese SBC, gehen rein zu Liverpool, holen uns jetzt erstmal hier einmal Endo ab. Zack, Nummer 1. Und dann gehen wir in die La Liga und in den Sturm und holen uns jetzt hier, da ist er, in die Serie ab. Zack, haben wir schon zwei von den 11 Slots, make ready to go. Und wir haben vor allem auch schon zwei seltene. Wir können uns jetzt überlegen, bleibe ich in der Premier League oder in der La Liga? Ne, das sind jetzt Nuancen, das sind kleine Unterschiede. Das müsst ihr euch dann halt überlegen, worauf ihr mehr Bock habt. Könnt auch die seltenen hier mitnehmen, von mir aus. Und dann schauen wir mal rein. Ja, ratingmäßig könnte es sogar tatsächlich dann aufgehen am Ende des Tages. Und dann schauen wir rein. Also, zack. Selten. 79er Great in Squad ist gefordert. Und dann ist die Frage, erstens, was wollen wir abgeben? Und was können wir abgeben? Und natürlich ein bisschen an Teamspiel. Die haben wir aber jetzt auch schon. Müssen wir natürlich auch abgeben. So, kann er auch Linksverteidiger? Ist ja jetzt auch egal. Stürmer. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen ratingmäßig mal schauen. So, Witzel zum Beispiel. Lopez. Und ich glaube, wir brauchen auch noch ein bisschen was an seltenen. Gucke ich jetzt mal gerade nach. Ne, selten haben wir schon. Selten haben wir schon. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch auffüllen. Tatsächlich. Mit den jeweiligen Spielern. Passt auch. 78. Und ja. Das heißt, wir müssen jetzt auch ein bisschen was an Rating brauchen. Und dann haben wir das ganze Ding auch schon komplett. So leicht kann es gehen. Haben wir Villarreal? Welche Low-Rated hauen wir raus? Passt, den 75er. Und ihr seht, der Squad ist wieder ready to go. Und wichtig, eben mit den zwei Duplikaten, die wir eben jetzt auch wunderbar nutzen können. Und so ist ein Segment direkt schon wieder ready. Und wir haben direkt das nächste Pack am Start. Und das ist das Wunderbare an dieser SBC, wie ich finde. Wirklich, es ist für mich eine Never-Ending-Story. Und ich meine, Ilaramendi könnte ich jetzt auch wieder abgeben in irgendeiner Crafting- oder Upgrade-SBCs. Mache ich lieber, wenn Montag diese Player-Picks oder sowas da ist, als ich das in die Gold-Upgrade reinpacke, sage ich euch ehrlich. Aber wie gesagt, das liegt auch wieder in jedem Eiser. Das könnt ihr selber entscheiden. Mache ich das, rinse and repeat oder eben nicht. Hier haben wir jetzt Lyon am Start. Und es wird die Frau. Aha. Interesting. Sehr, sehr interessant. Und auch hier wieder, ne? Einige Kandidaten wieder mit dabei. Musrati und Jordi Masip, beide untrade.
Da jetzt auch wieder die Frage, wo nutze ich die beiden? Ja, da gibt es am Montag immer einen schönen SBC mit vielleicht 11 seltenen Goldspielern, mit vielleicht einem oder zwei seltenen Goldspielern für ein 1,8 plus Doppel-Upgrade etc. Ja, da könnt ihr dann direkt diese zwei seltenen Goldspieler dann zum Beispiel nutzen. Aber bevor ich das mache, gehe ich mal kurz einen Step zurück. Denn als wichtigen Punkt, ja, bevor ich das vergesse, ist auch die Transferliste ein unfassbarer wichtiger Punkt. Denn da auch immer mal abchecken, okay, habe ich vielleicht hier Spieler auf der Transferliste genutzt und kommen die wieder zurück in den Verein? Ihr seht jetzt, zwei Spieler sind gerade zurück in den Verein gegangen. Immer mal wieder das Ganze abchecken und die Spieler, oder ihr seht da, oh, da waren aber viele aus der Bundesliga mit dabei, Hübers und so weiter. Und dann eben auch mal wieder zurückholen in den Verein. Ihr seht das hier. Und wichtig ist eben auch einen Blick auf der Transferliste zu haben, weil wir gehen das gerade mal durch. Wir haben jetzt zum Beispiel gleich Bundesliga Serie A. So, dann würde ich jetzt aufschreiben oder holt euch eine Liste oder macht Screenshots oder sowas. Ja, oder ein Handybild. Schreibt euch auf, dass ihr Romagnoli, dass ihr Kramaric, dass ihr Chukwueze, dass ihr zum Beispiel, wo haben wir noch welche Spieler am Start? Hier auf der Seite nicht. Chor, Stach, De Vrij von Inter, González, haben wir noch welche? Undav, Stuttgart, ja. Die Spieler habt ihr auf der Transferliste und das waren jetzt, weiß ich nicht, 9, 8 Spieler, die ich gerade aufgezählt habe, von den 11 Slots, die ihr jetzt in der nächsten SBC wieder machen müsst. Das heißt, ich schreibe mir jetzt auf, Undav werde ich gleich nutzen, González werde ich gleich nutzen in der SBC, De Vrij werde ich gleich nutzen, auch wenn der 82er Grade ist, Stach, wir werden Chor benutzen, wir werden, wo haben wir sie am Start, hier auf der Seite war nichts, Chukwueze, wir werden Kramaric, gut, einer Stach oder Kramaric, einer von beiden halt, und Romagnoli eben nutzen. So, das sind schon eben die Spieler, die gleich in diese dritte Ligen-SBC eben dann reinkommen. Und so habe ich erstens die Transferliste leerer gemacht. Zweitens, mein Verein hat sich quasi nicht geleert, weil die habe ich ja quasi auf der Transferliste drauf. Das heißt, ich werde sie jetzt nutzen in der SBC, aber danach habe ich sie ja wieder im Verein für den nächsten Run, ja, und habe quasi keine Spieler de facto sozusagen aus meinem gesamten Verein verloren. Ja, ihr seht also, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesem Craften, ja, ist definitiv die Transferliste. Vergesst sie nicht, vergesst sie bitte nicht, das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Und dann geht da eben auch die Spieler durch. Ja, ob das Libertadores-Spieler sein können, die auf der Transferliste sind, wie jetzt zum Beispiel hier Castillejon, ja, muss ich noch nutzen, nachher mal im nächsten Run, dass ich den hier von der Transferliste zum Beispiel runterbekomme. Ja, und so müsst ihr das dann eben auch nachher durchgehen. Ich hätte jetzt auch bei der Premier League-Geschichte, beim nächsten Premier League-Run, nutze ich dann zum Beispiel McTominay, Benrahma, Pereira, ja, Roberts und KKG, also was ich hier jetzt sehe, oder Birch zum Beispiel, oder Berge, den wir hier am Start haben. Transferliste, ein ganz elementarer Punkt bei dieser Ligen-SBC-Grind-Geschichte. Und jetzt sagt ihr vielleicht so, ja, Moment, Flo, aber du gibst ja die ganze Zeit Coins auch aus bei eben hier dieser Ligue-Eredivisie-Geschichte. Freunde, ich habe da eben einen für 500 Coins gekauft, ja, beispielsweise. Und ich zeige euch auch gleich beim vom Stream von gestern, da haben wir ein Team erwischt, Digga, da waren so viele günstige für 450, 400 Coins, 500 Coins am Start. Das ist unfassbar. Und das sind dann vielleicht pro Run 2000 Coins, die ihr mal ausgibt. Vielleicht 3000 Coins, die ihr mal ausgibt. Aber die habt ihr ja direkt wieder drin. Weil ihr habt das Pack Tradable, ihr habt das Pack Tradable, die beiden zwar untradable, aber ihr habt die doch direkt wieder drin. Durch Discards, durch Spielzocken. Und da kommen wir dann zum letzten Punkt, bevor ich euch den Livestream von gestern zeige. Und zwar zu den Zielen, Freunde. Neben diesem ganzen Craften, Menü, Grind oder wie ihr es auch immer nennen wollt, Freunde, haben wir natürlich auch, ja, und zwar Ziele, ja. Und da haben wir, ich habe es gestern erwähnt, Meilensteine, da haben wir jetzt diese Crafting-Upgrade-Geschichte. Das heißt, wenn ihr Goldspieler habt, wie ich jetzt in dem Fall, die zwei Spieler, die ich nicht andersweitig nutzen kann, Schrägstrich, ja, die packe ich gleich rein in eine von diesen Radioactive Crafting Upgrade Geschichten, denn da bekommen wir, oder wir machen es jetzt am besten gemeinsam gleich, da bekommen wir natürlich dann gleich auch ein weiteres Pack zurück. Und ihr schließt eben Richtung 100 immer und immer und immer mehr ab, ihr habt 20 Tage jetzt Zeit, nutzt also die nicht vorhandenen Goldspieler, beziehungsweise das würde ich jetzt erstmal in Klammern setzen, weil ich weiß noch nicht, was morgen am Montag kommt für Crafting Upgrades SBCs, vielleicht sind die auch noch wilder als diese Crafting Komplettpaket Geschichte. Aber jetzt heute würde ich nicht in eine Gold-Upgrade gehen, auch wenn wir es gerade eben gemacht haben als Beispiel, sondern eher hier in diese Radioactive Crafting-Upgrade-Geschichte.
Aber nur, wie gesagt, jetzt mal als Beispiel. Das im Hinterkopf behalten. Grundsätzlich wollte ich euch einfach nochmal durchführen und sagen, Freunde, ihr könnt das Game natürlich auch nach wie vor zocken. Holt euch eure Division Rival Rewards, Squad Battles Rewards, Foot Champs Rewards etc. pp. Und, ganz, ganz wichtig vielleicht auch, FC Pro Tab natürlich auch ready machen. Ja, heißt am Montag, wie gesagt, hier Spieltag 2 gucken, um euch da auch wieder Packs zu sichern. Aber neben diesen Packs natürlich auch Bayi zu machen. Auch hier sind Packs und XP, die ihr euch holen könnt. Adventskalender, auch da gibt es ein Komplettpaket mit den Spielen und so weiter und so fort. Holt euch hier, ja, durch Spielen, tägliche Spielen, diese Packs beispielsweise, hier ein 82x2er-Pack, also vergesst nicht die Ziele, wo wir auch quasi im Anführungsstrichen sozusagen durch Spielen des jeweiligen Spiels eben uns Packs holen können, durch die Wochenziele die XP einsammeln, die uns dann wiederum im Season-Fortschritt eben weiterhelfen und bei den Leveln dann weiter hochlevelt, hier zum Beispiel ein 83x20er-Pack, Freunde, das sind alles Packs, die euch in Bezug auf unendlich SBCs machen, etc. pp. Euch unfassbar weiterhelfen. Und insofern, mich fragen immer Leute, wie hast du das ganze SBC-Futter am Start? Ich sag, ich zock das Spiel. Ne? Ich sag, ich zock das Spiel. Guck doch mal die ganzen Aufgaben, ja. Wir zocken mal zwei, drei Games am Tag und haben dann schon wieder so viel in den Zielen hier freigeschaltet. Und ich komme ja gar nicht hinterher mit den Packs öffnen. Ich komme ja gar nicht hinterher. Zum einen zocke ich das Spiel, kriege in den Zielen die ganze Zeit irgendwelche Packs quasi geschenkt von EA. Freitag haben wir das Free Pack bekommen. Dann mache ich einen League SBC-Grind. Ich bin die ganze Zeit nur Packs am Öffnen, Freunde, ja. Also, ich weiß nicht. Es ist übelst easy, in diesem Game quasi an SBC-Futter zu kommen. Und das will ich euch einfach wissen lassen durch solche Videos sonntags. Und ich liebe mit euch, das einfach durchzugehen. Und ich werde jetzt auch das letzte Mal quasi heute so ein richtiges Erklärvideo machen. Und die nächsten Sonntage will ich mit euch 30 Minuten mindestens, 40, 50 Minuten wirklich komplett mit euch diesen Ligen-SBC nur noch durchgehen. Ja, da gehen wir wirklich, fangen wir an unten bei der La Liga Premier League und machen den Rinse and Repeat immer und immer weiter. Und jetzt nochmal so ein Erklärvideo als Basis für euch wirklich, wie das Ganze funktioniert. Weil sonst habe ich den Eindruck, ich wiederhole mich sonst irgendwie gefühlt jede Woche Sonntag. Das will ich auch nicht. So, jetzt gucken wir nochmal nach, was die zwei Leute waren. Wo sind sie hin, frage ich mich eher gerade. So, also es war, und zwar haben wir die jetzt eigentlich so geswiped, ich weiß es nicht, Musrati und Masip auf jeden Fall, die wir nutzen wollen. Wir könnten jetzt auch hier wieder Spieler auf der Transferliste nutzen, das lasse ich aber jetzt erstmal außen vor. Gehen zu den SBCs und gehen eben zu den Upgrades, wo wir gestern die Crafting-Geschichte bekommen haben. Und da haben wir ja quasi genau Gold nur als Voraussetzung, aber nichtsdestotrotz nehmen wir jetzt hier Musrati mit rein als Seltener und Jordi Masip. Und dann sehr, sehr gerne wieder auf Gold häufig gehen, untrained niedrig hoch. Und dann geht er auch hier wieder halt durch. Was brauche ich nicht in den Ligen-SBCs, ja. Und ich weiß hier gerade. Nee, ich habe kurz falsch geschaut. Saudi League, spanische Erste der Frauen, brauche ich nicht. Französische Liga brauchen wir, türkische Liga brauchen wir nicht. Haben wir noch was? Saudi League hier unten. Okay. Nächster Step. Ila Ramendi hat mal eben discarded, kann gerne weg. Spanische Liga der Frauen, französische der Frauen und die deutsche der Frauen und gerne auch Kroatien brauchen wir auch nicht. Ja, und so ist das Ganze komplettiert und wir haben eben das zweite und wichtig, ein Dreierpack uns hier mitgenommen, eben die zweite von 100 SBCs abgeschlossen. Also auch da könnt ihr eben auf ganz entspannter Basis natürlich dann reingehen und das Ganze machen. Und eben am Ende des Tages dann diese zwei Duplikate dann doch jetzt noch sinnvoll genutzt. Und ja, können wieder rein in den Verein. Also, das elementar Wichtigste, was ihr eben braucht dafür, ist Zeit. Ja, ihr müsst Zeit mitbringen, um eben euch überhaupt daran zu tasten, das Ganze mitzunehmen. Jetzt nehmen wir in dem Fall ein Luis mit, Luis Diaz. Und ja, das ist doch auf jeden Fall auch nice. 84er Rating. Luis Diaz nehmen wir auch mit für den linken SBC-Grind. Und Wimmer, da sind wir jetzt wieder auf dem Punkt, der ist zum Beispiel jetzt auch tradable. Aber das ist jetzt einer, den wir natürlich gleich für die eine SBC in der linken SBC-Grind-Geschichte auch nutzen können. Wimmer von Wolfsburg. Und so füllt sich dann eben, da sind wir dann wieder beim linken SBC-Grind, ja, da füllt sich diese Premium-Upgrade gemischten Ligen quasi immer und immer und immer wieder. Ja, und wie das gestern im Stream läuft, das zeige ich euch jetzt. Jetzt könnten wir noch linken SBC-Grind machen. Wir können gerade mal gucken, ob wir eine Runde noch voll kriegen und danach würde ich sagen, machen wir Benito. Alter, die reichen, die Bronze, die Leute reichen. Oh,
Reicht. Okay. Also hier das nächste Pack am Start. Und dann liegt eure Devise. Gehen wir rein in PSG, sagen wir mal 9. Auch hier 6. Nehmen wir die mal, ja. So. Schauen wir mal. Liga. Da drin. Oh. Aber einige. Oh. Jahrhundert? Ah. 350? Nicht. Haben wir schon. Aber noch nicht. Dann 450. Noch nicht. Was? Das müssen wir uns aber merken, Freunde. Das werde ich auf jeden Fall morgen mal im Video sagen. Dass wir hier quasi mit dem Verein eine richtig einfache Geschichte haben. Und ich weiß nicht, ob wir... Genau. Durch. Sind wir schon bei der Silbern und Bronze jetzt. 2000. Bei 5, die ich brauchte. Bei 3. Ja, ist okay. 4000 insgesamt. Das ist okay. So, Jumbo Gold Pack. Und Gruppen Reward. 3 Packs to go, Freunde. Jetzt heißt es nochmal Daumen drücken. Haben wir vielleicht Aufgabe abgeschlossen? Also, Fortkäufe. Oh, siehst du, da kriegen wir schon direkt 1500 wieder. Von den 4000, die wir gerade ausgegeben haben. Sehr nice. Seht ihr, Friends? Es wird alles belohnt. Es wird alles belohnt. So, wir haben ein Trader Pack, Jumbo Gold Pack mit 3 seltenen, machen wir den kompletten Skip. Ja, oh, Bayern. Ah, 84er Kim Min-jae. Da sind 242 Coins wieder drin. 28 plus garantiert. Deutschland. Wieder Bayern. Again. Aber die können wir jetzt nicht irgendwie verbuchen. Doch, können wir. Dann war Gnabry. Egal, nein. Boah, dann haben wir schon wieder 2 von 4 Segmenten. Das ist genau das, was ich meine. Und dann müssen wir halt nur einen discarden. Was willst du denn mehr? Rheingold. Abfahrt. So muss es doch sein. Hakimi ist ein. Nie Hakimi gezogen in EAFC 3. Um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich habe echt noch nie gezogen. So, seltenes Goldback in klein. Deutschland. ZM. Könnte. Ja! Kimmich! Let's go, Freunde. Da ist der 88er. So nämlich und nicht anders. Sehr geil. Sehr, sehr nice. Abfahrt. So, und Prime Elektromobil Pack. Ja, Deutschland, die Deutsche ziehen wir. IV, oh, Ginter sogar. Und dann ist es wieder Hummels. Aber diesmal 84er auf der Goods Rating mit Ginter. Let's go, Freunde. Das ist genau das Prinzip, was ich meine. Wir haben jetzt angefangen mit eben 2 Squads, die schon ready waren, haben die 2 gemacht. Und durch ein Pack mit Duplikaten drin haben wir halt jetzt eben den Premier League La Liga Squad, Bundesliga Serie A Squad ready gemacht und können jetzt schon wieder Libertadores und League One Squad ready machen. Das ist doch einfach dieses Rinse and Repeat,
wie du es halt einfach nur dir wünschst. Wir haben Futter geholt mit Kimmich, anderes Futter, 83er, 84er etc. pp. Und das ist halt das, was ich so liebe an diesem Ligen SBC Grind. Und es ist im Endeffekt SBC abgeben, Pack öffnen. Pack öffnen, Pack öffnen, Pack öffnen, Pack öffnen. Perfekt. Also, wie viele Packs haben wir jetzt geöffnet? 3 Stück, 4 Stück, 5 Packs geöffnet, Friends. Ohne großen Aufwand innerhalb von, was war es jetzt? 5 bis 10 Minuten? Also Freunde, ihr seht, ihr habt eigentlich alles im Verein. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist einfach nur in die SBCs reinzugehen und einfach eure Spieler hier reinzupacken und das einfach immer und immer und immer zu wiederholen. Wie gesagt, das Ganze gibt es hier jede Woche Sonntag zum Mittag für euch als Bonusvideo. Und ich freue mich extrem, wenn wir morgen mindestens, nicht morgen, nächste Woche natürlich, mindestens eine halbe Stunde auf jeden Fall in den Ligen SBC Grind reingehen. Wenn ihr Bock auf das Ganze habt, zerstört sehr, sehr gerne den Like-Button. Dankeschön dafür und Support. Und dann sehen wir uns gerne auch natürlich heute Abend zum 19 Uhr Content wieder. Schaltet ein, Glocke aktivieren, alles for free. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.